Einen wunderschönen zusammen. Freitag, endlich Freitag. Aber Freitag heißt halt auch nur, dass noch ein Arbeitstag vor mir liegt. Egal. Kommen wir durch. Und dann ist Wochenende. Sehr schön. Wochenende wird mit Sicherheit cool. Wir haben schönes Wetter. Ich habe eine Open Stage. Open Air. Open Air, Open Stage. Also ich glaube, dass sie Open Air ist. Ich meine, ich habe sowas gelesen. Wir werden sehen. Ja. Und halt viel, viel freie Zeit. Das ist schon mal schön. Jo, ich war ja gestern Abend lange wach, weil ich Football schauen wollte. Habe ich auch tatsächlich geschafft. 20 nach 2 ging das Spiel los. Ging bis 5:30 so. Da bin ich ins Bett gekrochen. Und leider, mit einem Punkt Rückstand verloren. Mist. Also, wach geblieben, aber sich am Ende nicht freuen können. Aber es war ein spannendes Spiel. Also 2021 sagt ja alles. Also die Spielzüge sind in den seltensten Fällen durchgekommen. Naja. So, jetzt heute haben wir es schon Viertel vor 12, weil ich zum einen lange geschlafen habe, zum anderen habe ich gerade mein Set für morgen einmal durchgespielt. Und habe tatsächlich ein Lied gespielt, ein ganz altes von mir, wo ich mir gedacht habe, so, okay, das Lied ist so weit in die Jahre gekommen, das kann ich vom Text her nicht mehr spielen. Ja, deshalb, ein totes Lied. Aber ich glaube, sowas hat jede Band oder jeder Künstler, dass es irgendwelche Songs gibt, die man irgendwann nicht mehr spielen kann, einfach weil, ja, der Kontext nicht mehr passt. Nicht dramatisch. Ich hätte es spielen können, weil ich habe es durchgespielt, so problemlos, aber ich werde es nicht spielen. Angie hat mich drum gebeten, dass ich doch heute mal Spülmaschine ausräume und sowas, weil ich das irgendwie gestern nicht gemacht habe. Ja, habe ich nicht, tatsächlich. Deshalb werde ich das heute machen, Spülmaschine ausräumen, mich drum kümmern, dass der Staubsauger ordentlich fährt. Ja, und das alles, was haben wir, kurz vor 12? Ja, kurz vor 12, mega. In eineinhalb Stunden muss ich los. Da muss ich gegessen haben, Spülmaschine gemacht haben, mich geduscht haben, mich angezogen haben. Boah, also viel zu viel. Na gut, starten wir durch. Na prima. Ich hab's gewollt, aber da ist halt nur eine dreckige Gabel drin. Ich hab's versucht. Essen. So, das ist eh noch heiß. Ja, manche fragen sich vielleicht so, was macht eigentlich mein Knöchel? Das habe ich mich jetzt auch lange Zeit gefragt. Wir waren ja am Wochenende hier mit dem Camper unterwegs und unter anderem Adventure Golf spielen. Und da bin ich einmal über so einen Wassergraben drüber gesprungen und während des Aufkommens nach dem Sprung dachte ich mir so, schlechte Idee. Also da hat es nochmal so ordentlich gerissen. Ich habe so beim Laufen und sowas überhaupt keine Probleme mehr. Also beim normalen Gehen, ne? Wenn ich so durch die Gegend stapfe. Es sind halt so, wie gesagt, ich bin gesprungen, aufgekommen und habe gedacht, das hat sich nicht gut angefühlt. Von daher, so hundertprozentig ist er noch nicht in Ordnung. Vielleicht werde ich nächste Woche mal so einen ganz kleinen lockeren Lauf versuchen, ob das geht, ob es nicht geht. Ich meine, das ist jetzt auch schon über 3 Wochen her, fast 4 Wochen. Naja, 3 Wochen auf jeden Fall. Und dann werde ich mal so langsam wieder einsteigen, zumindest versuchen. Weil es fehlt mir ein bisschen das Laufen. Mir macht Laufen Spaß. Aber ich habe im Moment so viele Hobbys. Also Vloggen ist ein Hobby. FPV fliegen ist ein Hobby. Gitarre spielen ist ein Hobby. Laufen ist ein Hobby. Also es sind lauter Hobbys, die ich irgendwie versuche unter einen Hut zu bringen und manchmal merke ich, dass mir das schwerer fällt. Also meistens kriege ich so 2 Sachen gut nebeneinander gehandelt, jetzt gerade so ein bisschen Musik und Vloggen. FPV fliegt komplett hinten runter, ja, laufen kann ich ja gerade nicht.
Das wäre aber gar nicht schlecht. Also das würde ich vielleicht sogar noch irgendwo unterbringen. Aber FPV? Im Moment gar nicht. Ich weiß nicht warum. Das macht mir eigentlich sehr viel Freude. Vielleicht mache ich morgen mal wieder ein bisschen was. Vielleicht, weil morgen Abend spiele ich ja sowieso Gitarre. Also da muss ich tagsüber nicht üben und nichts. Das mache ich auch nicht. Vielleicht lade ich mir mal morgen ein paar Akkus und gehe mal wieder fliegen. Also mit großen Koptern fliegen, nicht mit dem kleinen durch die Wohnung oder so. Das ist Spaß, aber mit den großen Fliegen ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Na gut, ich glaube, meine Suppe kann ich jetzt essen. Ich habe Hunger. Essen ist gegessen und ich mache mich auf den Weg zur Arbeit und ich habe mir überlegt, heute kommt ihr mal wieder mit, einfach damit wir mal wieder ein bisschen was anderes im Vlog sehen, außer Wohnung. Wohnung! Genug Wohnung, wir gehen jetzt raus. Okay, dann schauen wir mal, dass wir den Freitag überstehen. Meistens ist der Freitag gar nicht so schlimm. Es klingt immer viel schlimmer so, oh, Freitag, nein. Eigentlich ist der Freitag ganz cool, weil am Freitag natürlich auch noch viel ansteht mit Anlagen sauber machen und runterfahren. Es sind ja keine Sonderschichten, deshalb werden wir quasi jetzt die letzte Schicht sein. Und das braucht natürlich alles Zeit, runterfahren, bla bla bla, deshalb... Da geht die Zeit schnell rum. Ich mag das auf der Arbeit, wenn die Zeit rumgeht. Das ist schöner, als wenn man irgendwie nichts zu tun hat. Deshalb, auf in den Kampf. Das Tagewerk ist geschafft, die Woche ist abgehakt, zumindest arbeitstechnisch. Und mir hängt nur ein kleines bisschen jetzt die letzte Nacht nach, in der ich ja Football geguckt habe. Aber okay, morgen wird dafür das Wochenende gestartet. Erst wahrscheinlich mit Einkaufen. Nach dem Einkaufen mittags, wenn dann die Sonne so richtig schön rauskommt, wahrscheinlich ein bisschen an den See. Und abends geht's dann tatsächlich zur Open Stage hier in Hanau. Da freue ich mich. Haha. Und wenn ihr das Video seht, bin ich wahrscheinlich schon da und am Bibbern, weil mir fehlt ja der Puffertag gerade wieder. Ne? Das heißt, wenn ihr das jetzt seht, bin ich wahrscheinlich gerade aufgeregt, wenn ich dann aufgeregt bin, weil jetzt habe ich es ja schon einmal wieder gemacht. Das heißt, ich weiß ja mehr oder weniger, dass ich es kann. Haha. Ah ja, trotzdem ist immer eine leicht stressige Situation und ich freue mich trotzdem drauf. Gut, dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein für heute. Und wir sehen uns dann morgen zu diesem ganz besonderen Tag. Es wird prima. Bis dahin, ciao!